So, liebe Leute, willkommen zum Birgedo Cup bei der Tour der Schlachten. Ne? Und tada! Ja, wir haben ein neues Kostüm, liebe Leute. Ne? Mal was anderes als das Pharma Kostüm. Ne? Boah. Denn Daisy muss ja schon ihren Stiefel in ihrem eigenen Saft stehen. Und lass mich noch sagen, Leute, es ist lecker, Karottensaft zu trinken. So, jetzt muss man eine Überleitung finden. Na? Also hier, leckeren Karottensaft. Na? Ist auch gut wie Augen, wie gesagt, Karotten. Na? So. Ach, das ist die Augen. Welche Strecke nochmals spielen. Aber nur aus einem einzigen Grund. Ihr werdet wieder sehen. Bengalo. So. So, jetzt die Leute zünden das große Feuerwerk, ne? Denn jetzt machen wir die ganze Strecke nochmal. Und zwar nehmen wir wieder unsere Daisy. Diesmal aber dieses wunderschöne Bowser-Auto. Und jetzt auch die goldenen Flügel. Denn jetzt, die Leute, jetzt guckt euch das mal an. Ne? Mal jetzt hier nicht die zwei goldenen Vögel, sondern was jetzt kommt, das ist wirklich geil. War nicht so gut wie Daisys Füße, aber jetzt guckt an, guckt das an, pass auf. Wow! Ist das nicht geil? Wie das leuchtet, meine Güte, du. Da kriegst du richtig einen leuchtenden... Ne? Da leuchtet es richtig. So. Dieses wunderschöne Auto, ne? Schönes, leuchtendes Bowser-Auto. Ne? Das muss ich euch unbedingt zeigen. Gemacht. Der Effekt. Ich bin echt mal gespannt, was die in der nächsten Tour machen. Ich bin echt mal gespannt auf diesen, wie sie auf dem Blue sehen. Der sieht wirklich total geil aus. Wie das der Musik. Wirklich total. Und perfekt für Halloween. So, und damit haben wir es geschafft. Den gruseligen Bowser-Auto. Wow! So. Gut, jetzt habe ich mich verdrückt. Egal. Kommen wir zum Menü zurück. Jetzt spielen wir die Download-Ebene. Und diesmal nehmen wir natürlich wieder Sailor Daisy, weil das gut zu Birdo passt, zum Cup. Und wir nehmen als Auto, muss ich mal gucken, was haben wir alles hier noch? Ah, nehmen wir mal Kaktus-Auto hier, was? Kaktus! Mit schönen Blümchen. Na? So. Ebene 1. So.
Das weckt alte, nostalgische Erinnerungen, ne? Diese Strecke. So, auf geht's. Mit unserem Kaktus. Und mein kleiner grüner Kaktus. Und draußen an der Ton. Oh mein Gott. Was kommt davon? Man singt. Hollerie, hollerie, hollerie. Was brauche ich rote Rosen? Was brauche ich roten Mohn? Hollerie, hollerie, hollerie. Ich brauche nicht nur Rosen, roten Mond, sondern ich brauche auch Glück hier, um das zu schaffen. Kommt dann. Bisschen. Jawohl! Wir haben es geschafft. Mit unserem schönen Kaktus. Mit unserem grünen Kaktus. Hollerie, hollero. So. Eine Strecke haben wir noch vor uns. Und das ist die Schokoinsel, ne? Und die machen wir mit unserer süßen Schokofee. Und mal gucken, was haben wir hier noch Schönes? Was nehmen wir da? Nehmen wir mal hier Daisys wunderschönes Auto, würde ich sagen, ne? The Birthday Girl. Da habe ich übrigens auch diese Tour neu bekommen. Das Rosalina Birthday Girl Auto. Ne? Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal so bekomme. Aber man konnte es im Shop kaufen. Im Jahr, also praktisch als Angebot des Tages. Ne? So, jetzt muss ich mal gucken, was immer noch dazu zum Birthday Girl Auto. Ich würde sagen, nehmen wir unseren Bananengleiter. Ne? Mit einer schönen Banane drauf. So, guck mal, jetzt hat Daisy ihr Birthday-Auto. Ne? Wendy hat das von Peach. Aber leider Rosalina hat es nicht genommen. Oh. So. Dann wollen wir mal. Juhu! So, auch hier haben wir die Kupfer reingepackt. Ne? Und was für das Schokoladenbuffet machen. Hm? Gibt es die Schokolade ausdrücken oder was? Ne? Müssen wir mal ausprobieren, das schmeckt. Das schmeckt halt ja sogar. Ne? So. Oh, das hat. Ja. Ich glaube noch, ich kann ein wenig Kuchen, die vom Kopf gemacht werden. Ja. So, und wir haben es geschafft mit unserem Birthday Auto. Und der Fee. Tada! Jo. So, und ich würde sagen, jetzt nehmen wir noch was Süßes. Mal gucken. Nee, das haben wir halt geschafft. Okay. Dann haben wir den Cup durch. Den Böll Cup. Und als nächstes folgt der Eis Mario Cup. Also, bleibt dran.